Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan, schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute wollen wir uns den Küstengleiter der Tuska angucken. Das ist das schicke Mount, auf dem ich mich hier gerade befinde. Und ihr seht, es hat schon ein ziemlich einzigartiges Model hier. Sieht auf jeden Fall relativ cool aus. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, wir können uns das leider nicht im Spiel erspielen, sondern wir müssen da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn dann was Euros angeht oder wenn ihr es clever macht, könnt ihr das natürlich auch für Gold kaufen, indem ihr einmal WoW-Token umtauscht und dann dementsprechend mit dem Blizzard Balance euch das Ding hier kauft. Nein, wir können das nicht direkt im Shop kaufen, sondern das Ding gibt es quasi über eine Special Edition für Wortle Classic. Da werden wir uns das gleich angucken. Bevor wir das machen, würde ich sagen, gucken wir als erstes mal das Mount Special noch an. Wenn wir quasi hier am Boden sind und Mount Special aktivieren, dann dreht sich das so ein bisschen. Ist relativ cool, muss ich sagen. Sieht aus, ob es so ein bisschen im Wind mitwippt. Und so von der Flug-Animation ist es, ja, relativ langweilig jetzt ehrlich gesagt. Es wippt einfach nur so ein bisschen. Aber auf jeden Fall ein ganz cooles Mount. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo wir uns das genau holen können. Und zwar kommt ja demnächst Classic Wottle raus. Also sprich, dass man wieder in Wrath of the Lich King, da habe ich mich jetzt auch gerade mal schön hingestellt, auf Stufe 80 spielen kann. Auf den jeweiligen Classic-Server und dazu gibt es dann dementsprechend auch wieder verschiedene Editions. Man kann zwar WoW Classic auch ohne die spielen, aber für diese Special Editions gibt es dementsprechend ein paar Goodies. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt mal drauf. Es gibt zwei Editions, einmal Aufwertung auf Nordend HC und die epische. Wie gesagt, das Spiel kann man auch so ganz normal spielen, diese Aufwertung braucht man nicht. Fürs Mount muss man sich aber leider die teure holen, also die epische, für knapp 80 Euro. Wir können uns jetzt mal angucken, was es da für alles gibt. Also wie gesagt, es gibt quasi diese heroische und die epische, diesen epischen Upgrade. Und für jedes von beiden bekommt man quasi einen Stufe 70 Charakter, wie gesagt, auf diesem Classic-Server. Dann ebenfalls auf dem Classic-Server, auf dem aufgewerteten Char, kriegt man halt erfahrenes Reiten, ne? Dann gibt es auf dem aufgewerteten Char halt quasi Ausrüstung, ein bisschen Gold und halt ein Reittier. Dann kriegen wir auf diesem Classic Char ein Pet, das ist ein Pinguin. Und auf dem Classic Char bekommen wir noch ein Spielzeug. Und zusätzlich haben wir dann noch quasi einen Gleiter, der Kaluak hier, den wir auch auf dem Classic Server kriegen. Das Einzige, was wir quasi, also das, die letzten beiden Reittiere, die sind nur bei der epischen Edition dabei. Ne? Das seht ihr, hier fehlen die Haken bei der heroischen. Und dann gibt es quasi noch den Küstengleiter der Tuska auf dem Non-Classic-Server, also auf dem Retail-Server, wo ihr dann dementsprechend auch Shadowlands spielt. Und zusätzlich gibt es noch 30 Tage Game Time, heißt die 80 Euro oder wenn ihr das niedrigere kauft, schmerzen nicht ganz so, weil ihr einen Teil zurückkriegt, dementsprechend die 12, 13 Euro, was halt quasi euer Abo kostet, kriegt halt 30 Tage da dazu. Genau, das sind soweit die Sachen. Hier gibt es dann auch noch Bilder. Ich habe die jetzt mal auch hier mal ein bisschen vergrößert rausgesucht. Und da seht ihr Game Time, das Pad, das Toy, wo man so ein Kaluak-Dude hat und die beiden Mounts. So, ich habe ein bisschen näher jetzt drauf geguckt, was der Unterschied ist. Die heißen ja unterschiedlich. Man kriegt quasi dasselbe Mount, einmal im Classic und einmal im Retail. Und ihr seht, die Classic-Variante hat ein bisschen weniger Details. Hier zum Beispiel an dem Mount dran sind nicht so Knocheneinkerbungen, beziehungsweise der Sattel ist hier auch noch ein bisschen, sind Texturen drauf, hier hat man keine Texturen. Wenn, dann wollt Blizzard einfach die geringfügig unterschiedlich machen, oder es liegt daran, weil natürlich im Wottle Classic dementsprechend das Game noch nicht so weit war und die Texturen noch nicht so ausgefeilt waren. Vielleicht haben sie deswegen quasi die Low-Budget-Version, ne, mit schlechteren Texturen nach Wottle gesteckt und die bisschen mit höheren Texturen auf dem Live-Server, kann ich mir zumindest vorstellen. Genau, das ist eigentlich soweit das Ding. Wie gesagt, 80 Euro müsst ihr ausgeben, wenn ihr jetzt wie ich tatsächlich nur das Mount wollt. Ich spiele tatsächlich überhaupt kein Classic und die ganzen anderen Sachen sind uninteressant für mich. Ich als Mount-Sammler habe mir das jetzt geholt. Wenn euch 80 Euro zu viel sind, ihr könnt theoretisch auch die WoW-Marke für Gold kaufen. Da müsst ihr wahrscheinlich mehrere kaufen, würde ich mal sagen. Einige sogar. Und dann kriegt ihr ja Blizzard Balance und mit Blizzard Balance soll man es anscheinend auch kaufen können. Ich habe es über Euros gemacht und ja, hab
da wieder quasi ein Mount mehr in der Sammlung. Es ist ganz schick, aber ehrlich gesagt nervt mich ein bisschen, dass Blizzard immer außerhalb vom Game Mounts reinbringt. Ich hätte gerne alle Mounts im Game erspielbar, aber naja, so ist es und das Mount-Sammler musste ich da dann leider doch zuschlagen. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen, dass er das Mount nicht verpasst und dann sehen wir uns im nächsten Mount-Guide-Video wieder. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.